Willkommen zu dieser Folge vom Grafax Talk. Nicht um jeden Preis verkaufen, das ist unser Thema heute. Und mein Gast, herzlich willkommen, ist der Markus Steiner, Senior Account Manager, besonders in der Region Langnau, Emmental, Bern unterwegs. Richtig, ja. Was heisst das, nicht um jeden Preis verkaufen? Einkäufer bei Firmen haben es ja nicht wirklich leicht, auch im Umgang mit Verkäuferinnen und Verkäufern. Ja, das ist ja so. Der Dschungel an Informationen ist riesengroß. Das Internet stellt ganz häufig Informationen parat. Die sind zum Teil widersprüchlich. Es ist noch schwierig, dort das Richtige rauszufischen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Einkäufer manchmal auch ein bisschen verloren ist. Gerade bei Druck- und Digitalisierungsleistungen ist es umso komplexer. Was erlebst du da aussen für eine Realität? Ja, also wir haben das Thema Vielfalt natürlich. Es sind etwa 7 oder 8 Anbieter, die aber vielleicht 4 oder 5 Druckprodukte anbieten, unter verschiedenen Namen. Es werden extrem viele Informationen im Internet bereitgestellt. Und es ist sicher ein bisschen verwirrend, weil der Einkäufer muss ja schlussendlich Preis-Leistung können vergleichen. Also es ist so, dass im Unternehmen natürlich auch ganz andere Leute noch involviert sind in eine Beschaffung, wie Finanzen, wie IT und so weiter. Ich würde sagen, so kompliziert, dass es scheint auf den ersten Blick, es sind viele Informationsquellen herum, die sollten helfen. Es gibt Videos, es gibt Webinars, es gibt Webseiten. Ja. Man kann einfach einmal googlen und suchen, aber das langt irgendwie doch nicht. Es ist doch ein rechter Dschungel trotzdem. Ja, das ist richtig. Und grundsätzlich jede Firma und jeder Verkäufer neigt halt schon vom Naturell dazu, mal mit Informationen anzuklotzen. Das heisst, wenn man nicht aufpasst, probiert man den Kunden zuzutexten, das können wir, das können wir, das können wir, das haben wir. Und das ist zum Teil sehr kontraproduktiv. Also zu den Informationen her, wo man sich selber schon aus dem Netz zieht, nochmal mehr Informationen der Verkäufer. Das heisst, das führt zu noch mehr Überforderung, anstatt dass man mal wirklich schaut, was ist denn wirklich das Bedürfnis, um das es geht. Ja, richtig. Ich habe das Gefühl, der Einkäufer kann sich verhaspeln und weil er am Schluss unsicher ist, was er will oder was er soll, kann sich unter Umständen eine Entscheidung vertagen. Sie wird vielleicht überhaupt gar nicht getroffen und die ganze Geschichte bleibt unsicher zurück. Was braucht es wirklich? Ich persönlich habe das Gefühl, es ist unsere Aufgabe, den Kunden richtig zu beraten. Und zwar fair, sauber und aus dem Herz raus. Und das heisst, dass es vielleicht auch mal so weit kommt, dass die Lösung, die wir anbieten, unter Umständen für einen Kunden gar nicht passen kann oder vielleicht nicht die richtige ist. Das Risiko kann auftauchen, aber ich glaube, wenn man so beratet, das schürt einfach das Vertrauen. Es kann sein, dass man vielleicht das mal das Geschäft nicht machen kann, aber ich glaube, man bleibt in Erinnerung vom Kunden als Berater, als fairer Partner und auch sehr kompetent zurück. Das heisst, auf Augenhöhe zuerst einmal reingehen, zuhören, verstehen, wer sind die, was brauchen die wirklich, saubere Bedürfnisanalyse. Und dann darf es in einem Verkaufsgespräch, du hast das gesagt, eben, es muss nicht, wenn unsere Lösung nicht die passende ist für den Kunden, darf man das sagen. Es ist nicht der kurzfristige Abschluss im Fokus, sondern Langzeitbeziehung auf Augenhöhe. Ja, also da darf ich aus meiner Erfahrung reden. Es gibt so das alte Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich probiere wirklich mich auch immer an der Nase zu nehmen, sehr gut zuzuhören. Der Kunde wirklich ganz fair und objektiv beraten. Immer mal sagen, das wäre vielleicht etwas, was nicht super funktioniert. So könnte man es machen und die Lösung wirklich probieren, als Team mit dem Kunden zusammen zu organisieren, zusammenstellen. Ich sage immer, wenn wir es schaffen, als Kollegen zusammen zu reden, ich als Verkäufer mit meinen Aufgaben und der Einkäufer mit seinen Aufgaben, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann kommt es längerfristig sehr gut. Markus Steiner, Senior Account Manager, ich nehme mit von dir, manchmal ist der kurzfristige Deal weniger wichtig als der langfristige Beziehungsaufbau. Das ist das, was man sucht. Und für das braucht es eben nicht noch mehr Informationen, sondern dass man wirklich zuhören kann und wirklich auf den Kunden eingehen kann. Danke vielmals für deine Zeit. Richtig so, sehe ich das auch. Danke vielmals, Markus. Und Ihnen und euch danke vielmals fürs Dabeisein bei dieser Folge vom Grafax-Tag. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lendi. Ade miteinander.